In Lightroom hast du ja durchaus die Möglichkeit, dir eine Rasterüberlagerung über dein Bild drüber zu legen, also wie zum Beispiel die goldene Spirale. Und die kann man sogar drehen. Das wissen viele gar nicht, aber super praktisch und das will ich dir jetzt einmal zeigen. Lange, lange Zeit war ich selbst irgendwie selber überfordert damit, die goldene Spirale also mir anzeigen zu lassen, das wusste ich, ja, aber ich habe lange Zeit nicht gewusst, dass man die sogar drehen kann. Was habe ich dann sogar gemacht? Ich habe sogar das Bild gedreht, damit ich halt den Bereich, den ich eigentlich so in den Fokus setzen wollte, so in diesen spannenden Bildausschnitt, dann habe ich das ganze Bild halt so gedreht, dass ich die goldene Spirale halt da habe, wo eigentlich, ja, ich das Objekt platzieren wollte. Und dann habe ich anschließend das Bild wieder zurückgedreht. Pass auf, den Stress will ich dir ersparen. Es geht nämlich viel, viel einfacher. Und zwar gehen wir in Lightroom einmal in den Entwickeln-Modus, gehen dann auf das Zuschneiden-Werkzeug. Und du siehst schon, ich lasse mir jetzt hier gerade die goldene Spirale anzeigen. Und das Ganze kann man ändern, indem du einfach die Taste O drückst. Ne? Mit der Taste O kannst du durch die unterschiedlichen Rasterüberlagerungen springen. Also sei es jetzt zum Beispiel die 9er-Regel, die du wahrscheinlich aus deiner Kamera kennst, dann Diagonalen, die man sich anzeigen lassen kann, goldene Spirale, allgemein Raster, was weiß ich nicht alles. Und ich will dir jetzt zu der goldenen Spirale einfach mal einen Trick zeigen. Und zwar haben wir jetzt hier die goldene Spirale, die dir anzeigt, dass hier eigentlich so der für das Auge interessante Bereich ist. Naja, ist ja mit dem Berg hier ganz gut getroffen. Aber angenommen, ich möchte jetzt prüfen, ob zum Beispiel hier drüben auch irgendwas in einem spannenderen Bereich liegt. Also, wie gesagt, früher habe ich das dann so gemacht, dass ich das Bild gekontert habe oder gedreht habe, wenn ich sogar die goldene Spirale hier unten einmal checken wollte. Wie auch immer, es geht viel, viel, viel einfacher. Drück einfach die Shift-Taste und dann die Taste O. Und dann sehen wir, was passiert. Die goldene Spirale wird gedreht und gespiegelt. Ja, so dass du alle Bereiche in irgendeiner Art und Weise einmal checken kannst, ohne dass du dein Bild irgendwie dämlich anfassen musst, sondern einfach Shift-Taste drücken und die O-Taste dazu und dann kannst du dich durchklicken. Und das funktioniert übrigens nicht nur mit der goldenen Spirale, sondern auch mit den Linien. Hier macht das natürlich eher weniger Sinn, weil das fixe Diagonalen sind, aber bei den variablen Thematiken, wie hier zum Beispiel, kannst du das Ganze einmal drehen, spiegeln lassen und so weiter, aber am meisten Sinn macht das tatsächlich bei der goldenen Spirale. Also wenn du gerne mit der goldenen Spirale arbeitest, um dein Bild einfach in den richtigen Ausschnitt zu bringen, dann weißt du jetzt, mit der Taste O kannst du das Raster wechseln und Shift-Taste dazu drücken, dann kannst du das Ganze spiegeln, sodass es am Ende einfach passt. Das wollte ich dir einmal mit auf den Weg geben. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal und schreib mir gerne doch mal unten in die Kommentare, mit welchen oder nach welchem Raster, nach welchem Prinzip beschneidest du eigentlich deine Bilder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin oft bei der goldenen Spirale, also da bleibe ich irgendwie gerne mal hängen. Und ansonsten nutze ich auch gerne das 9er Raster. Das 9er Raster lasse ich mir auch in der Kamera immer einblenden beim Fotografieren, so dass ich beim Fotografieren eigentlich schon einen ganz guten Überblick darüber habe, wie meine Bildgestaltung eigentlich aussieht. Im finalen Schnitt greife ich dann gerne auch einfach mal auf die goldene Spirale zu. Und da schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie das bei dir aussieht. Nach welchem Raster fotografierst du? Nach welchem Raster bearbeitest du und beschneidest deine Bilder am Ende? Oder sagst du, alles Käse brauche ich nicht, ich mache das alles freihand und ohne irgendwie mich auf irgendwelche Raster zu beziehen. Das würde mich gerne mal interessieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, da freue ich mich drauf. Bis dann, ciao.